Angst. Das würde ich so über einen Großteil über meine Kindheit schreiben. Angst ist etwas, was das Leben bedrückt, was ständig da ist. Man würde gern davon fortlaufen. Es gibt Albträume, wo man schweißgebadet morgens dann im Bett aufwacht und denkt hoffentlich nie wieder. Und man weiß, es kommt doch irgendwann wieder. Ich habe sehr gute Eltern gehabt und sie leben auch noch. Und ich bewundere meine Mutter, die versucht hat, mir die Angst zu nehmen. Sie sagte dann immer, wenn ich in der Schule bin und es gab Prüfungen oder sowas, die Schule war in Sichtweite, ich denke an dich. Und das gab mir ein Stück weit einen Trost. Mutti denkt an mich, dann wird es wohl nicht schief gehen. Angst, auch nach der Schule, nach den Hausaufgaben. Ja, ich hätte rausgehen können, mit den Kindern spielen können. Aber was habe ich getan? Ich hatte Angst, die Kinder könnten mir wehtun. Ich mochte nicht mit anderen Kindern zusammen sein. Und die schlimmsten Tage waren oftmals die Geburtstage. Da kamen dann Kinder und ich weiß noch, wie oft habe ich dann, während die Kinder im Kinderzimmer spielten und sich unterhielten und es war schön für sie, saß ich draußen auf der Treppe im Haus und habe geheult und habe mir gewünscht, dass die Kinder doch bald wieder gehen. Wie kommt man davon los? Ich wusste es nicht, aber ich habe sehr bedauert, dass es so war. Und meine Oma, die wohnte mit im Haus und die hat mir ein Stück weit die Angst nehmen wollen. Die Oma war eine Christin und sie kam abends in mein Kinderzimmer. Ich war auf dem gleichen Stockwerk wie sie, meine Eltern wohnten Stockwerk drüber und betete mit mir. Und betete dann immer, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, nur als Jesus allein. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Und ich weiß noch, das Erste, was mich sehr stark beunruhigt hat, eines Abends kam die Oma wieder an mein Kinderbett, ich war vielleicht 5 oder 6 Jahre, und sagte, wir beten heute anders. Du weißt, du warst heute ganz schön ungezogen und ruppig und das war jetzt nichts. Heute beten wir mal nicht, ich bin klein, mein Herz ist rein, weil du weißt, dein Herz ist nicht rein. Heute beten wir, ich bin klein, mein Herz mach rein. So klein ich war, mit 5, 6, da wusste ich, also irgendwas stimmt jetzt in meinem Leben nicht mehr. Naja, meine Eltern schickten mich dann in den Kindergottesdienst, bin ich hingegangen, bin dann irgendwann konfirmiert worden in der Kirche, in der evangelischen Kirche. Und dann schickten mich meine Eltern in CVM, das waren christliche junge Leute, die nicht nur viel Freude miteinander hatten, sondern die auch die Bibel gelesen hatten. Und ich wollte da eigentlich nicht hin, weil ich voller Angst war. Wer weiß, was die mit einem da machen. Meine Eltern haben gesagt, also du musst da nicht immer hin, aber einmal gehst du, guckst du dir das an. Und wenn du sagst, das ist nichts für mich, dann ist es gut. Okay, ich bin dann hingegangen und ich fand das ganz interessant. Ich will nicht sagen, dass es eine angstfreie Sache war, aber irgendwie konnte man mit den Leuten leben. Man konnte sich sogar ein bisschen wohlfühlen da. Und ich bin da gerne hingegangen und dort habe ich nicht nur nette Leute kennengelernt, die mich nicht in die Pfanne gehauen haben, sondern da habe ich auch die Bibel kennengelernt. Und ich habe vieles gelernt, was ich so gar nicht wusste. Und dann, ich weiß noch, ich habe noch bis ich 16 oder 17 Jahre alt war, habe ich dann abends immer noch gebetet, ich bin klein, mein Herz, mach rein. Was man so als Kind gelernt hat, das bleibt drin. Und eines Abends, ich war bestimmt schon mehrere Jahre beim CVM und habe auch im Jugendchor mitgemacht. Und eines Abends kam mir innerlich die Frage, hast du dein Leben Jesus gegeben? Und ich kann nicht wirklich sagen, woher ich das hatte. Ich habe das vielleicht irgendwo mal gehört oder bei Bibelarbeiten mitgenommen. Ich weiß es nicht. Es war keiner da, es war abends 22:30. Ich war im Schlafanzug, wollte einschlafen und ich hörte auf mein Kindergebet und habe dann wohl nachgedacht, ich glaube an die Bibel, ich gehe in die Kirche, ich gehe zu jungen Leuten, lese auch in der Bibel, habe ich kein Problem mit, aber mein Leben, Jesus geben und dann, ich habe überlegt und dann habe ich gemerkt, nein,
habe ich nicht. Und dann habe ich gebetet, anders. Ein Gebet, was ich so nie wieder gesprochen habe. Ich habe gebetet, Jesus Christus, ich gebe dir jetzt mein Leben. Du siehst, was Sache ist in meinem Leben. Du siehst, was ich alles vermurkst habe. Du siehst meine Schuld. Ich habe geklaut. Ich habe das Geld in die Spielhalle gebracht. Habe gelogen, dass ich die Balken gebogen habe und vieles weitere mehr. Herr Jesus, nimm mir das ab. Ich will das nicht. Ich glaube, dass du für mich den Zorn Gottes auf meine Sünde getragen hast. Du hast ihn abgewendet und ich vertraue dir, dass du mir vergibst. Dann habe ich wohl auch Amen gesagt. Und in dem Moment ist mir, wie man das sagen soll, ein Stein vom Herzen gefallen. Aber wenn das ein Stein war, dann war das ein Felsen. Das war kein Kieselstein. Ich habe mich befreit gefühlt. Ich wusste auf einmal, da ist jetzt etwas völlig Neues passiert in meinem Leben, was ich nicht beschreiben konnte. Und ich wusste, meine ganze Lebensschuld ist weg. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund und ich konnte lange nicht einschlafen. Und meine Gedanken konnten das nicht fassen, was da passiert war. Und ich wusste nur, jetzt ist irgendwas neu und ich habe mich riesig gefreut auf den nächsten Tag. War ein Schultag, ich musste in die Schule. Und morgens bin ich aufgestanden und ich merkte, das, was gestern Abend passiert ist, das ist immer noch da. Das war nicht irgendwie ein Traum oder irgendwas, das war Realität. Und ich habe mich gefreut, in die Schule zu gehen und ich dachte, Mensch, das musst du jetzt deinen Schulkameraden sagen, das ist ja so toll. Man kann mit Jesus reden und er vergibt einem den ganzen Dreck der Sünde, was man angehäuft hat. Und ich ging dann in die Schule und habe versucht, dem einen oder anderen das zu erzählen. Und ich wurde dabei traurig, weil irgendwie die fanden das überhaupt nichts Besonderes. Das interessierte die auch gar nicht. Und einige gingen dann weg, als ich das erzählen wollte. Da war eine Schulkameradin, die war Christ und die freute sich sehr, weil die wusste, was passiert ist. Die wusste wahrscheinlich besser, was passiert ist, als ich es erklären konnte damals. Und ja, dann, das war meine Hinwendung zu Christus, die er initiiert hat und ohne, dass er mir die Augen dafür geöffnet hat, wäre nichts passiert. Die Bibel ist wahr und ich lese seitdem jeden Tag, nahezu jeden Tag in der Bibel und versuche das umzusetzen, was ich sehe. Aber ich sehe so vieles, was da nicht überein ist, was Schuld ist. Auch wenn die Schuld nicht mehr so ist, dass ich klauen würde oder so ein Kram, brauche ich nicht alles. Aber oftmals ein liebloses Wort zu meiner lieben Frau oder ein Blick, den ich nicht hätte tun sollen. Oder Sachen, wo manche Leute vielleicht sagen, es ist eine Kleinigkeit. Nein, das ist keine Kleinigkeit für mich. Gott ist traurig darüber. Ich verunehre ihn. Und deshalb gehe ich jeden Tag zu Jesus und sage, Herr Jesus, vergib mir jetzt das lieblose Wort, den unreinen Blick. Vergib mir das, was einfach heute nicht war. Und du siehst auch, dass Felis Schuld war, was ich gar nicht gemerkt habe, aber vergib mir auch das. Das habe ich von David gelernt, in Psalmen. Ich finde es schon interessant. David hat gebetet, vergib mir meine Sünde, die ich nicht gemerkt habe, meine unbewusste Schuld. Und diese tiefe Geborgenheit habe ich gemerkt im Laufe der darauffolgenden, vielleicht anderthalb, zwei Jahre, hat bewirkt, die Angst war weg. Ich habe keine Angst mehr vor Menschen. Hätte mir das jemand vor 2, 3 Jahren vor diesem Ereignis gesagt, ich hätte gesagt, vergiss es, das ist ein Persönlichkeitsproblem, das werde ich nie los. Jesus hat mir die Angst vor Menschen genommen. Und ja, dann dachte ich, Mensch, das wäre doch toll, wenn man anderen Menschen das erzählen könnte, dass Jesus lebt und dass es eine Realität ist. Und ich dachte, Mensch, vielleicht wäre das ja was, irgendwo mitzuarbeiten. Dann sagte ich, Herr Jesus, wenn du willst, dann gebrauch mich irgendwo. Und kurz danach fragte mich jemand, ob ich mitarbeiten kann in der Jungschar im CVJN. Dann habe ich viele Jahre durfte ich Jungschar machen und jungen Leuten erzählen, wie man mit Jesus leben kann. Und dann dachte ich, vielleicht ist das mal was für deinen Beruf. Ich war ja noch Schüler. Aber Jesus meinte das offensichtlich nicht. Ich habe eine normale Lehre gemacht und dann habe ich meine Frau kennengelernt und über meine Frau habe ich
ein Werk kennengelernt, die damit beschäftigt sind, über Jesus zu reden und deutschen und ausländischen Menschen Jesus lieb zu machen. Und das darf ich beruflich tun, das ist was Wunderschönes. Aber das hätte ich niemals machen können, hätte ich diese Angst gehabt, von der mich Jesus befreit hat. Es ist nicht mein Verdienst, es ist seine wunderbare Tat und dafür will ich mein Leben lang danken, soweit ich das kann.